Der Alte als Kommandant von U96, das Boot. Viele kennen ihn aus dem Film und das Buch Das Boot. Doch wer war der Mann wirklich? Eichenlaubträger Heinrich Lehmann Willenbrock übernahm am 14. September 1940 das neu in Dienst gestellte deutsche U-Boot U96 vom Typ 7C. Mit diesem Boot, das zur 7. U-Boot-Flottille gehörte, absolvierte er 8 Feindfahrten mit insgesamt 256 Seetagen. Besonders erfolgreich waren die ersten 4 Fronteinsätze von Dezember 1940 bis Mai 1941. Das Boot U96 zeichnete sich bei Angriffen gegen englische Geleitzüge HX-92, OB-257, HX-106, OBH-288 und HX-121 besonders aus. Ab Mitte 1941 wurde aus taktischen Gründen der Segelfisch entfernt und nur noch der schnaubende Stier, das Emblem der 7. U-Boot-Flottille, am Turm geführt. Lehmann Willenbrock hat auf den ersten 4 Feindfahrten 18 Handelsschiffe versenkt. Der Wehrmachtsbericht vermerkte dazu am 25. Februar 1941: An den großen Erfolg der Unterseebootswaffe ist das U-Boot von Kapitänleutnant Lehmann Willenbrock mit 55.600 Bruttoregistertonnen hervorragend beteiligt. Kapitänleutnant Lehmann Willenbrock hat damit in kurzer Zeit 125.580 Bruttoregistertonnen feindlichen Handelsschiffsraumes vernichtet. In der Wochenschau vom 28. April 1941 ist er kurz bei einer Lagebesprechung beim BDU Karl Dönitz zu sehen. Während der 7. Feindfahrt, deren Geschehnisse die Grundlage für den Roman Das Boot von Lothar Günther Buchheim bilden, scheiterte der Versuch, durch die Meerenge von Gibraltar ins Mittelmeer durchzubrechen. U96 erlitt bei einem Luftangriff schwere Schäden, sank auf Grund, konnte jedoch die Wassereinbrüche stoppen, wieder auftauchen und aus eigener Kraft nach Sinknerzehnten zurückkehren. Nach der 8. Feindfahrt von Januar bis März 1942 wurde Lehmann Willenbrock zum Chef der 9. U-Boot-Flottille in Brest ernannt. Er machte das Turmsymbol von U96, den lachenden Segelfisch, zum Abzeichen der 9. U-Boot-Flottille, führte diese bis August 1944. Als die amerikanischen Truppen kurz vor Brest standen, wurde die 9. U-Boot-Flottille aufgelöst. Es gelang ihm, das nicht einsatzklare U-256 notdürftig zu reparieren und mit einem befehlsmäßigen Schnorchel ausrüsten zu lassen. Am 4. September verließ U-256 Brest. Unbehelligt passierte es die Biscaya sowie die britische Bewacherlinie zwischen den Shetland- und Färöerinseln. Am 23. Oktober erreichte U-256 den norwegischen Stützpunkt Bergen. Dort wurde Lehmann Willenbrock am 1. Dezember 1944 Chef der dort stationierten 11. U-Boot-Flottille zugleich zum Fregattenkapitän befördert. Von Mai 1945 bis zum 7. Mai 1946 war er Kriegsgefangener. Lehmann Willenbrock versenkte insgesamt 25 alliierte Schiffe mit über 180.000 Bruttoregistertonnen und beschädigte 2 weitere mit 16.000 Bruttoregistertonnen. Seit 1946 arbeitete Lehmann Willenbrock mit Karl Friedrich Merten an der Bergung gesunkener Schiffe im Rhein. Seit 1961 war Lehmann Willenbrock Kapitän des in Hamburg beheimateten Kernforschungsschiffes Otto Hahn. Für seine Verdienste bei der Erprobung des nuklearen Antriebs, auch unter harten Seebedingungen, ist Lehmann Willenbrock 1974 vom Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der BRD ausgezeichnet worden. Durch sein verantwortungsbewusstes, kollegiales und bescheidenes Auftreten hat Lehmann Willenbrock sich bei den ihm anvertrauten Mannschaften und Seeoffizieren, seinen Mitarbeitern und Freunden ein hohes Ansehen erworben. Heinrich Lehmann Willenbrock war Vorsitzender der Bremer U-Boot-Kameradschaft. Bei den Dreharbeiten von Das Boot im Jahre 1980 war Lehmann Willenbrock als Berater tätig.